Den Bewohnern der Eifelgemeinde Röthgen südlich von Aachen bot sich am Donnerstagvormittag ein Bild der Verwüstung. Am Mittwoch war ein Tornado über die Gemeinde hinweggefegt und hatte Dächer abgedeckt und Bäume entwurzelt. Durch umherfliegende Teile wurden auch Autos beschädigt. Der Sturm sei kurz, aber heftig gewesen, berichten die Einwohner. Die Lage sei bedrohlich gewesen. Ja, ich war drin mit unseren zwei großen Kindern und plötzlich wurde es schwarz. Es hat angefangen zu hageln, so fingernagelgroße Hagelkörner, ein Wind. Und plötzlich wurde es richtig laut und es hat angefangen, so Geräusche zu machen, die habe ich noch nie gehört. Und dann habe ich aus dem Fenster geguckt, wir waren oben unterm Dach. Dann sah ich nur noch das Trampolin abheben und ich habe den Kindern noch zugerufen, schmeißt euch auf den Boden. Dann hat es einen Knall gegeben. Die Scheiben sind alle rausgeflogen, alles ist durchs Haus geflogen und wir haben Glück gehabt, dass wir im Leben davon gekommen sind. Also das war, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich war im Wohnzimmer und da hörte ich ein starkes Geräusch, denke ich, da ist ein Flugzeug, was so tief kommt und stürzt ab. In dem Moment sah ich schon, wie der Wind kam und Stücke Holz flogen, habe ich einen Rollladen runtergelassen und dann wollte ich noch den nächsten runterlassen, kam da auch schon ein Balken geflogen. Und der Wind hat mich dann im Zimmer rumgewirbelt und ich bin dann gegen so einen Eichentisch gefallen. Und jetzt habe ich hier alles dick und geschwollen. Ich war im Krankenhaus, ist also nichts gebrochen. Aber nach Berichten von lokalen Medien mussten etwa 30 Menschen vorübergehend in eine andere Unterkunft gebracht werden. Wie groß die entstandenen Schäden sind, ist noch nicht abzusehen.